Der versucht, glaube ich, irgendwie so mit dem Kopf an den Ball zu kommen. Und dann ist der Müller, Thomas Müller, gegen die Schulter des Verteidigers gesprungen. Und der hat richtig krass geblutet im Gesicht. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Analysevideo. Und zwar heute das Spiel Deutschland gegen Ghana. Yay! Und mit dabei ist natürlich wieder der Beats. Hallöchen, hallo. Hallo. Ja, genau, wir werden hier wieder mal unsere Meinung zum Spiel sagen, also zum Spiel Ghana gegen Deutschland oder Deutschland gegen Ghana, ist ja auch vollkommen wurscht. Und ja, ganz kurz nochmal ein paar Worte zum Gameplay. Das war Gameplay auf dem GommaD.net Server und da habe ich halt ziemlich viele Teams zerstört, war auf jeden Fall auch ein schönes Ende mit dabei. Und ja, das sollte es auch gewesen sein und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Ja, wir fangen natürlich an mit der ersten Halbzeit. Wir fangen natürlich an mit der ersten Hälfte sozusagen und die erste Hälfte war ja eigentlich nicht so die spannendste, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Also es ist nicht so viel passiert in der ersten Hälfte, da bin ich schon so ein bisschen eingeschlafen, nein, also ein bisschen übertrieben, aber die war halt nicht so ganz spannend, um das mal so auszudrücken. Und ja, relativ viel ist da nicht passiert, ein paar, ja, sag ich mal, Chancen hatte Deutschland, ein paar Chancen hatte Ghana. Beide Mannschaften haben versucht, irgendwie ein Tor zu schießen, aber letztendlich wurde das ja nichts. Und ja, naja, umso besser wurde das allerdings in der zweiten Partie. Zweiten Hälfte meinst du? Ja, ich sag irgendwie Partie immer zweite Ach so, Hälfte. Okay. Ist ja eigentlich das Gleiche so. Okay. Also in der zweiten Hälfte, ich fand's aber auch irgendwie lustig, die ganzen Zuschauer da waren. Richtig lustige Zuschauer dabei, was auch erstmal, also jetzt, ich möchte gleich nochmal aufs Tor eingehen, aber jedenfalls, ja, das war ein bisschen lustig mit den ganzen Zuschauern und sowas, da ist ein Zuschauer nämlich aufs Spielfeld gerannt, der wurde dann von Security runtergenommen und das war auf jeden Fall ganz lustig. Und ja, das erste Tor, möchtest du da gleich was zu sagen? Ja, also schöne Flanke auf Götze, ne, also ich verstehe die Logik dahinter nicht, weil Götze erst so 1,30 oder so klein und dass sie dann so einen Kopfballflanke machen, aber es hat gut hat geklappt und dann ja, war halt ein bisschen Glück dabei, dass er wirklich zum Kopfball gekommen ist, aber an sich ein schönes Tor. Ja genau, das war ja, also Götze hat ja mehr oder weniger Kopfballtor gemacht, der hat ja irgendwie so, achso, ja, gegen sein eigenes Knie hat er genau, gegen sein Knie, hätte er nämlich nicht gegen sein Knie, sag ich mal, so geköpft, dann wäre das, glaube ich, gar nicht, also der Ball wäre sicherlich nicht reingegangen, weil er nicht genug Geschwindigkeit gehabt hätte. Das weiß ich nicht, aber also wäre auf jeden Fall knapper gewesen, als es so war. Genau, ja. Und ja, ansonsten, das war ja so in die Ecke das Tor eigentlich, ne, so in die linke Ecke war das, glaube ich. Ja, halb links, war fast schon Mitte. Ja genau, eher so Mitte, würde ich eigentlich sagen. Aber mit dem Tempo, da hat der Torwart auch keine Chance, so. Er war auf der anderen Seite durch die Flanke, aber ja, ja. Ja. 3 Minuten später fiel ja dann das 1-1. Ja, genau, da fiel schon das 1-1, war ein bisschen ärgerlich, weil, also nur mal kurz nebenbei, ich war wieder Public Viewing und der Beats war natürlich wieder zu Hause, der Stubenhocker. Nein, Spaß, ja. Der Beats hatte nämlich, also jetzt, wo ihr das seht, gestern Geburtstag, ihr könnt ihn ja gerne mal auf seinen Kanal gehen und ihn gratulieren oder in die Comments bei mir schreiben oder bei ihm in die Comments schreiben, das würde ihn auf jeden Fall richtig freuen. Wie gesagt, er hatte gestern Geburtstag, nicht heute. Nur so Info, sonst kommen wieder alle, alles Gute. Das hätte ja keinen Sinn. Also wenn, wenn schon, dann hatte er gestern Geburtstag. Aber ja, jedenfalls beim nächsten Tor, was war das nächste Tor? Das war, es fiel 3 Minuten später und veranlasst durch wen war das nochmal? Weißt du das gerade parat? Ayu. Ayu? Ayu war das. Ayu gay? Was? Nein, Spaß. Ayu gay? Nein. Ja, auf jeden Fall 3 Minuten später fiel dann das Tor durch Ayu gay? Nein. Das war ebenfalls ein Kopfballtor und dieses Kopfballtor, das war aber schon eher so links in die Ecke, ne? Das war, glaube ich, so, ja, oder? Ja, das war schon genau in die Ecke, ja. Da hatte Neuer keine Chance, aber Mustafi, der ist da, also war sein Fehler. Er ist da nicht mit zum Kopfball hochgesprungen. Ja, genau. Ja. Ja, und dann war das erstmal wieder so ein bisschen still. Natürlich hin und her ging es immer wieder, aber naja, dann etwas später. 9 Minuten, um genau zu sein. Genau, das, ich tue so, als wäre das irgendwie ewig. Egal. Auf jeden Fall sagen wir, daraufhin hat halt wieder Ghana eine Chance. Das war irgendwie ziemlich behindert, weil soweit ich das mitbekommen habe, hat irgendein Spieler, glaube ich, den Ball so, sag ich mal, weitergegrätscht, so weiter verlängert.
Also soweit ich es mitbekommen habe, war das nämlich so, dass er den verlängert hat. Er wollte den Ball nämlich wegrätschen, irgendein Spieler hat ihn dann verlängert und daraufhin hat dann wer, ich weiß immer die Leute nicht. Asamoah Gyan oder Gay, keine Ahnung. Genau. Das passt auch zum ersten, der Ayu und der heißt Gay mit Nachnamen. Okay. Nein, fast Gay. Also G-Y-A-N, Gyan oder so, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Okay, auf jeden Fall hat der nämlich das zweite Tor für Ghana erzielt. Und ja, das war so von der rechten Seite, so vom rechten Flügel, sag ich mal, und dann einfach so reingedreht, sag ich mal, ne? Ja, also besser kannst du ihn halt nicht machen, er hat sich ja verwandelt und ja, muss ein Stürmer auch so machen, wenn er da so frei vom Tor steht. Ja, genau, besonders Deutschland hat ihm sozusagen dieses Tor geschenkt, ne, also das muss man auf jeden Fall beachten. Ja, generell, Deutschland hat viele Fehler gemacht, also die zwei Fehler, oder besser gesagt, die Tore, die Ghana gemacht auf jeden Fall, die Tore, die gefallen sind, waren eigentlich nur durch Fehler von Deutschland, das hätte nicht sein müssen. Ja. Ist ein bisschen schade, aber nun ja, so ist das jetzt normal. Und ansonsten, der Torjubel von Ghana daraufhin war ja mal richtig behindert. Hast du den gesehen? Ich weiß, ich habe nicht drauf geachtet, was war, meinst du genau? Die haben sich da zur vierten in die Reihe gestellt und dann, Alter, ist es behindert zu beschreiben. Keine Ahnung, die haben da so einen afrikanischen Tanz gemacht oder was weiß ich. So richtig behindert. Und man konnte auch die Unterhose vom Spieler, also irgendwann später, da war da so eine Aktion, da konnte man auch eine Unterhose vom Spieler sehen. Hast du gesehen? Nein. Richtiger Scheiß. Also ich achte so auf sowas nicht. Das aber war in einer Wiederholung in Slow-Mo. Ach so, ne, ich weiß nicht. Das dreimal, Alter, im Spiel insgesamt. Kann er nicht seine Hose hochziehen? Was ist denn los bei dem? Richtiger Lümmel. Alter, diese bösen Wörter hier, Lümmel, ey. Ja, jetzt wisst ihr, auf was Pet so im TV8 ist. Ja, genau, sowas achte ich mal, würde ich sagen. Und ja, ansonsten war noch eine knappe Aktion bei der 75. Minute. Und was war denn da nochmal? Erstmal kommt 71. Das Tor von Klose. Ach genau, das habe ich jetzt... Ah, ich habe mir nämlich so einen Ditzen gemacht, da habe ich das irgendwie vergessen. Dann kommen wir erstmal noch zum Tor von Klose. Der wurde nämlich eingewechselt und ja, daraufhin direkt zack, ne? So muss das sein. Tor, so muss das. 2-2, der Ausgleich auf jeden Fall schön zu sehen. Zumindest der Ausgleich war es dann auch und ja. Und wie war das Tor? Also das Tor, das war ja so reingeflankt, ne? Das war eine Ecke. Und dann hat die kam dann rein, dann hat einer mit dem Kopfball verlängert, der wäre aber glaube ich noch ins Ausgegangen, da hat Klose noch im letzten Moment seinen Fuß davor gehalten, hat ihn dann aus 2 Metern ins Tor gehauen und ja, so muss das, ne, da stand es 2-2. Genau, da war es. Dann noch einen schönen Salto, ja, Frontflip hier. Hat geklappt nach Jahren wieder. Eigentlich wollte er den ja nicht mehr machen, hat er mal im Interview gesagt. Mhm. Aber hat er dann doch gemacht. Genau, so sieht's aus. Und ja, da wollte ich auch nochmal was zur 75. Minute sagen. Wollte passen im Strafbereich, keiner stand da und Torwart. Hä? 75. Ich glaube, Özil. Ja, genau, das war Özil, das. Özil, ja. Also so wie ich das verstanden habe. Als der Ball da kam, anstatt dann selber zu schießen, wollte er in die Mitte genau, spielen. Das war es, und dann kam einer von Ghana reingegrätscht und hat den dann weggehauen. Genau, der wollte nämlich passen, Özil. Ich sehe da Boss wieder. Also, er wollte passen und dann stand da einfach keiner, anstatt zu schießen. Und ja, okay, er hätte vielleicht nicht getroffen. Wäre der noch einmal durchgekommen, dann wäre da einer, aber das war relativ unwahrscheinlich. Aus so einer Position müsste man dann einfach schießen. Wenn du den richtig triffst mit dem Vollspann, dann geht der da neben seinem Kopf ins Tor, da kann der Torwart auch nichts mehr machen, auch reaktionstechnisch nicht. Da kann er entweder Glück haben oder der geht rein. Und ansonsten, ja, geht er halt nicht rein. Und so einen muss man eigentlich aufs Tor bringen und versuchen, ihn selbst reinzumachen und dann nicht immer in die Mitte spielen. Genau, und ich glaube, dann hatten die irgendwann noch eine Ecke oder sowas und dann kam auch ein richtig krasser Konter von Ghana. Und dieser Konter, der war richtig krass. Genau, der war im Abseits, das war auf jeden Fall nochmal richtig. Das war ein bisschen Glück. Dumm von denen gemacht. Rechts war alles komplett frei. Der passt erstens dahin, wo der im Abseits steht und dann noch, wo die Gegner waren. Habe ich nicht verstanden, aber gut für Deutschland, ne? Genau, das war auf jeden Fall richtig glücklich für Deutschland sozusagen. Mhm. Und ja, ansonsten können wir nochmal ganz kurz zur Nachspielzeit kommen. In der Nachspielzeit gab es nämlich dann noch einen Freistoß und der Typ, also der, natürlich war der Freistoß für Deutschland. Also was heißt natürlich, der war einfach für Deutschland der Freistoß. Und der Spieler hat auch, glaube ich, eine
gelbe Karte bekommen und er fehlt jetzt auch erstmal im nächsten Spiel. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Weißt du den Namen oder soll ich ganz kurz nachgucken? Der hieß, einen Moment, gelbe Karte hat er bekommen sicher, ne? Ja, genau. Das habe ich gesehen. So, der hieß Sulay Ali Muntari. Genau, das war der, das hing mir ja schon fast im Kopf, ne? Nein, Spaß. Auf jeden Fall wird der jetzt erstmal im nächsten Spiel fehlen, weil er schon eine gelbe Karte bekommen hat. Und ja, dann ging es zum Freistoß und der Freistoß war leider nicht drin. Das war jetzt die letzte Chance für Deutschland, aber was mich ehrlich gesagt mehr geschockt hat, war einfach nur, ja, was da passiert ist. Also beim Freistoß, da hat irgendwie Müller gegen irgendeinen Verteidiger von Ghana, ich weiß jetzt wieder nicht den Namen, keine Ahnung, der ist da irgendwie... Ich kenne ja auch nicht so. Ja, genau, ist ja jetzt nicht so schlimm, aber wir wissen, denke ich mal, was... Also ihr wisst auch bestimmt, wenn ihr das Spiel gesehen habt, was gemeint ist. Jedenfalls hat der versucht, glaube ich, irgendwie so mit dem Kopf an den Ball zu kommen und dann ist der Müller, Thomas Müller, gegen die Schulter des Verteidigers gesprungen und der hat richtig krass geblutet im Gesicht. Hast du es gesehen? Mhm. Alter, ja, richtig krank. Oh Mann. Ich hoffe einfach mal nur, dass es eine Platzwunde wird, also nur eine Platzwunde, ne? Nichts Heftiges. Also ich... Glaube ich nicht. Ja, Gehirnerschütterung wäre... Also das ist, denke ich mal... Nee, nein, nie im Leben. Der hat da ein bisschen was abbekommen, gegen die Schulter ist er da von dem geknallt. Fast schon selber, aber ich denke mal, mehr als so eine Platzwunde oder irgendwie sowas wird er nicht haben. Mhm. Ja, das war einfach krass, besonders das war sozusagen die letzte Aktion und dann passiert noch so eine Scheiße, ne? Ein bisschen Kacke. Mhm. Ja, so war das nun mal dann das Endergebnis, dementsprechend auch 2-2, ein Punkt hat Deutschland bekommen und ja, nächstes Spiel geht's dann auch weiter mit den USA sozusagen, also Deutschland gegen die USA oder den USA, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wird das dann halt das nächste Spiel sein, ich denke mal Deutschland wird das trotzdem reißen oder was denkst du, Beats? Ja. Ich hoffe mal. Also ich glaube auch so dran, das ist immer so, dass man irgendwie bei einer WM so oder bei generell beim Turnier immer ein schlechtes Spiel hat und dann läuft es irgendwann wieder gut, genau. Wenn man generell gut ist. Die hatten ja das erste Spiel richtig gut gespielt und dann kommt da immer so, dass irgendwie ein Spiel, und das sind ja noch nicht so die wichtigen Spiele, dass da irgendwie ein Spiel kommt, das ist nicht so gut und dann kommen dann wieder die Spiele, wo die richtig abgehen werden und ich denke mal, das wird auch so sein. Und ja. Genau, so sieht's aus. Vor 2 Jahren bei der EM war das ja auch das gleiche. Ich glaube, da hat Deutschland gegen Kroatien oder sowas verloren. Oder keine Ahnung. Nee, Kroatien war es, glaube ich, nicht. Aber auf jeden Fall gegen irgendein Land hat Deutschland verloren. Und dann hatte Deutschland Druck, musste gegen Ghana gewinnen und gegen noch irgendeine Mannschaft. Nee, das war Australien, glaube ich, oder so. Argentinien. Ich weiß auch nicht mehr. Gegen Australien war es, glaube ich, und sie haben auch gewonnen. Also ein Spiel kann man halt immer verhauen. Ich meine, man kann nicht alles gewinnen. Wenn man alles gewinnen müsste, dann wäre das natürlich auch schon scheiße, aber ja Deutschland ist auf jeden Fall gut dabei. Ich denke auch, dass sie es schaffen werden und ja, das ist jetzt auch eigentlich schon das Ende von diesem Video. Und ja, ansonsten möchtest du noch was sagen oder? Nö, also eigentlich nicht, nein. Okay, dann... Wir sehen uns dann beim nächsten Analysevideo, genau, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Analysevideo. Also an die Leute, die sich nur die Analysevideos anschauen. Und ansonsten gibt es natürlich morgen wieder eine ganz normale Runde PvP und... Ansonsten schaut auf jeden Fall bei den Beats vorbei. Da könnt ihr ihn nochmal gerne gratulieren. Nachgratulieren natürlich, Leute, er hatte gestern Geburtstag. Also wenn schon, ne? Und ja, dann sage ich schon mal Dankeschön an alle. Dankeschön. Genau. Und also falls ich nicht bei jedem Danke oder so reinschreiben kann. Ja. Wenn das zu viele sind. Genau. Und da würde ich sagen, Leute, lasst ein Like da, wenn euch dieses Format gefallen hat oder wenn euch diese Analyse gefallen hat. Wie seht ihr das Ganze? Wir können gerne in den Kommentaren diskutieren und ja... Ja, warte, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so tippt für das nächste Spiel gegen die USA. Ja, realistisch, bitte. Nur realistisch, nicht so 10-0, oder? Was ihr so wirklich denkt. Genau. Ja, Leute, dann lasst ein Like da, wie ich schon erwähnt, und schreibt euren Tipp in die Kommentare und generell eure Meinung zum Spiel und schaut beim Beats vorbei. So, jetzt bin ich aber fertig. Haut rein und ciao. Ciao.